Arctic Warrior, wie der Sebo den Arctic Warrior gerettet hat. 55 Minuten. Digga, was? Ach komm, ich krieg fast die Tränen. Weil ich einen Freund hab, auf den ich mich immer verlassen kann. Bruder. Da wird aber nicht nur Wasser getrunken, oder? Tausend Dank dafür. Ja. Da wird aber nicht nur Wasser getrunken, oder? Das werde ich nie vergessen, ja. Ich bin der Sebo, seit über 20 Jahren an Ottos Seite. Wir waren zusammen in den Einsätzen, wir haben seine Hochzeit geplant, ich war sein Trauzeuge. Oha! Und warum ich hier sitze, das erzähle ich euch jetzt. Mitte Januar habe ich irgendwann nachts um 22 Uhr, 22.30 Uhr einen Anruf vom Otto bekommen. Und er hat mir mitgeteilt, dass er vor einer Riesenproblematik beim Arctic Warrior steht, die die Durchführung gefährdet. Oh. Nach einem kurzen Gespräch hat er mich eigentlich schon direkt überzeugt gehabt, ihn da irgendwie zu unterstützen, um da die Kohlen aus dem Feuer zu holen und das Ding irgendwie noch rumzureißen und möglich zu machen. Wir hatten einige Schwierigkeiten mit einem Local Scout, der da vor Ort war, der dort alles geplant hat, der die Umgebung kannte, der die Routen planen sollte, der die ganze Organisation vor Ort gewährleisten sollte. Otto hat mir aber auch mitgeteilt, dass diese Person, die da oben die ganze Orga quasi gewährleisten sollte, sehr wenig kommuniziert. Er hat uns nie mit abgeholt, er hat uns niemals ins Bild gebracht, wo stehen wir, was gibt es für Baustellen und wie können wir zusammenarbeiten. Ah, schlecht. Er wollte alles alleine machen. Ah, und das ist sehr schlecht. In dem Team-Mindset, das Otto und ich eigentlich schon immer pflegen, überhaupt nicht vereinbar. Und ich habe dann einfach festgestellt mit dem Otto zusammen, dass wir beide ein scheiß Bauchgefühl haben. Und auch in den Einsätzen hat man das schon gesehen, wenn wir beide ein scheiß Bauchgefühl haben, dass wir beide darauf hören sollten. Und wir haben uns dann dazu entschieden, das ganze Projekt einfach wieder bei Null zu starten. Holy shit. Wie viel Zeit ist da schon verstrichen, ne? Moin zusammen, gerade noch so geschafft zum Flughafen. Abflugtag 20. Januar zur Erkundung nach Finnland. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Bis jetzt war es schon gut stressig. Ich hoffe, wir kriegen das Ding noch gewuppt. Kleine Anekdote, ich bin sehr viel in die USA geflogen aufgrund meiner dienstlichen Tätigkeit vorher. Und da ist so eine kleine Stammbar, da setzt man sich rein, trinkt sein erstes Weizen. Was hat man denn vor? Wir fliegen nach Finnland, um die Feinerkundung durchzuführen. Das heißt, alle Spots zu bestätigen. Können wir auch wirklich die Teilnehmer da absetzen, wo die dann mit ihrem Run beginnen sollen? Ist das Icebreaking an dieser Position, die wir anhand einer Karte erkundet haben, möglich? Ist es aus sicherheitstechnischen Gründen möglich? Sind die Hubschrauber-Landeplätze nötig zu erkunden oder können wir das einfach anhand der Vegetation festlegen? All diese Sachen gilt es jetzt in den nächsten zwei Tagen zu eruieren. Ich hoffe, die reichen aus. Ansonsten müssen wir nochmal eine Verlängerung dranhängen. Aber ich gehe fest davon aus. Wir haben gute Unterstützung. Wir haben einen Local Guide in Finnland, der da oben lebt, die da Profi sind in dem Gelände und auf jeden Fall auch nochmal eine Menge mehr Ahnung haben als ich, die mich auch nochmal so ein bisschen an die Hand nehmen werden und mich nochmal so ein bisschen vorbriefen, worauf nochmal wirklich die Schwerpunkte zu legen sind. Wir sind losgeflogen, sind super reingekommen, Mietwagen, alles hat geklappt. Ja, that's the guy who is responsible for the booking. Schauen, ob wir das Auto finden. Und total bekloppt. Ich habe gerade die Ansage bekommen, das Auto steht draußen, der Schlüssel ist im Auto und es läuft schon. Damit Finnland, Digga. Es auch schön warm ist. Stellt euch das mal in Berlin vor. Mal gucken, wie lange das Auto da stehen würde. Krass, ne? Da stand einfach ein Meter hoher Schnee an den Seitenrändern. Und ich habe gedacht, ja, die sind ja Profis im Räumen da oben. Aber nix, wir sind auf dem Schnee gefahren. Das war eine Autobahn mit Schnee. Es war einfach verrückt. Und
sind dann eingetroffen. Okay. Sebo, nice to meet you. Ja, Toni Kuusisto ja Ylimuoni on tästä kylästä kotoisin. Aha. Die Finnen absolut geil. Das Team um Toni. Was sind das für nette Menschen? Also, wir kamen da an und wie macht man das in Finnland? Na klar, man zieht erstmal blank und setzt sich zusammen in die Sauna. Haben uns dann wirklich. Zeig mir mal deinen Pimmel und komm mal mit in die Sauna. Wirklich nackt in der Sauna kennengelernt, haben uns unterhalten. Und da schon gemerkt, ey, das passt recht gut. Haben danach lecker gegessen. This salmon comes from that place. Not so good, like you did. Und dann ging es auch schon in die ersten Koordinationsgespräche. Was wollen wir die nächsten 3-4 Tage machen? Was können wir machen? Was brauchen wir noch? This bullshit idea of survival to do crazy stuff. That's a stupid. Yeah. The most dangerous thing you can do. You have to stay safe. You have to stay healthy. You have to stay to save your energy and to do it as easy as you can. That's our planning. You are the locals. Yeah. You have the mindset of the area. And we follow your advice. If you say it's not possible, we don't do it. Yeah. If you say that's unsafe, we don't do it. Yeah. If you have a tip or an advice or maybe give us some input, of course we will use it. Yeah. We are very glad to have you here and we like to use your experience. Yeah. Nach der ersten Besprechung sind wir dann relativ zügig ins Bett gegangen, weil wir mussten am nächsten Tag fit sein. Da war die erste Erkundungstour. Toni hat uns verbracht mit dem Skido. So, moin zusammen. Die erste Nacht ist rum. Jetzt wollen wir mal sehen, was der Tag bringt. Es war angenehm warm in der Hütte. Hier draußen haben wir es an die minus 20 Grad. Jesus Christ. Wir haben jetzt vor, mit den Snowmobiles kurz mal den Startpunkt von 1-2 Routen abzufahren, den Zielpunkt abzufahren und eventuell das Basislager fürs letzte Camp. Ich bin gespannt. Wird geil. Und kalt. Wir sind das erste Mal raus in diese Wildnis gefahren. In diese unberührte Natur zum größten Teil. Alter, Arctic Warrior wird total, das wird total krank. Ey, das wird total krass. Das wird auch, ich glaube, Arctic Warrior wird so ein ganz neues Level von Survival-Show für so diesen schon aufgebauten, dieses aufgebaute Fundament von Seven vs. Wild, wird das nochmal, das wird nochmal eine ganze Spur krasser. Das war ein Erlebnis. Das war ein Erlebnis. Das war krass. Einfach nur geil. Es war schön. Was streamst du bei YouTube? Hat Twitch dich gebannt oder was? Nee, ich streame seit einem halben Jahr jeden Freitag auf YouTube und auf Trovo, manchmal auf TikTok, manchmal auf Facebook. Aber guten Morgen, ja, Zeitreisender. Aber ich habe auch direkt festgestellt, scheiße. Und dann muss ich sagen, da habe ich auch mal so ein bisschen Bammel bekommen. Auf was hast du dich hier eingelassen? Du trägst gerade die Verantwortung für ein sauteures Projekt mit über 40 Beteiligten. Ganz ehrlich, das wird ganz schön krass. Also ihr habt den Wald gesehen, wie eng die Bäume stehen. Das heißt, wir müssen von unserer Skiwahl an breitere und kürzere Skier denken. Also richtige Waldski. Und es wird neben der Kälte auch ganz schön nervig. Und ihr habt den Tiefschnee gesehen, man springt einmal rein und hat ihn dann direkt weg. Man ist bis zur Hüfte weg. Toi, toi, toi. End of snow, maybe it's good to go for a snow cave or a snow hole, that you go away from the surface, cover for the wind, and don't have the fucking windchill effect. Der Windchill-Effekt. So ein Windchill-Effekt beschreibt den Unterschied zwischen gemessener und gefühlter Temperatur. Vereinfacht erklärt bedeutet es, dass isolierende, bereits erwärmte Luft, die einen Körper umgibt, durch den Wind wieder direkt abgetragen wird. Denn Luft isoliert tatsächlich sehr gut, zum Beispiel in einer Daunenjacke. Hier kommt es durch ständigen Luftaustausch aber dazu, dass bereits geringe Minusgrade bei hohen Windgeschwindigkeiten enorme Bedrohung sind. In Lappland bei minus 30 Grad und 30 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit beträgt die gefühlte Temperatur bereits minus 55 Grad Celsius. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße.
Oh. Du legst jetzt fest, wo fahren die Leute lang, wo werden die abgesessen, mit welchen Mitteln werden die verbracht? Wie ist die Landschaft? Was kannst du den Teilnehmern zumuten? Was kannst du den Kameraleuten, die hinten dran sind, zumuten? Und das ist hier einfach nicht möglich. Es ist einfach zu stark bewachsen. Das heißt, das ist für die Kameraaufnahmen nicht gut. Zumal es hier sehr wellig ist und wirklich eng ist. Die kommen einfach so 100 Meter vor dir aus dem Wald. We have to go this direction inbound and go this for the last. Ja, und der Spaß darf da natürlich auch nicht fehlen. Ne? Also Julian und ich mit Toni und einem weiteren Local Scout sind dann auf eine kleine Hütte vom Toni gefahren, also so eine Notunterkunft. Haben dann natürlich auch erstmal gegrillt, haben Feuerchen gemacht. Und nichts ist besser, wenn man was Warmes zu essen hat. Am besten noch eine Suppe. Ich hätte die Wurst mir jetzt sogar klein geschnitten und wirklich gekocht, dass ich alle Energie rauskriege und noch gleichzeitig Flüssigkeit aufnehme. Aber wir sind jetzt nicht in einer Überlebenssituation und da nehme ich einfach die geile Wurst. Die Wurst! Und da muss ich auch sagen, da muss ich mich auch selber nochmal überprüfen, selber ein Feuer anzumachen mit dem Feuerstarter und so weiter, weil es eventuell eingerostet sein kann. Es hat gut geklappt. So, das nennt man auf Finnisch na, wa? Das wächst an Bäumen. Wenn es trocken ist, ist das echt perfekt geeignet, um damit Feuer zu machen. Ansonsten auch ein paar Späne gerne vorbereiten. Immer eine schöne Unterlage haben. Am besten einen Holzstamm nehmen, der auch noch ein bisschen Luftzirkulation gewährleistet. Und so sieht es halt am Baum aus. Das muss man natürlich tracken. Guter Tipp, einfach in die Hosentaschen mitnehmen und damit dann versuchen, das Feuer anzukriegen. Joris, aufgepasst. Und zack, habt ihr ein Feuer am Laufen. Hat jetzt gedauert mit Vorbereitung 10 Minuten. Man muss natürlich genug Holz sammeln, aber es geht. Auch bei den Temperaturen hier Feuer ans Laufen zu bringen und darüber dann sein Wasser vorzubereiten. Mit Joris kann man das nicht vergleichen, er hat Brennholz dabei. Wie Thomas Gast, der mit Feuerholz in den Wald geht oder was? Und eine Batterie hat und Draht oder Stahlwolle. Zubereiten. Sich was Warmes zu essen zu machen, was zu trinken zu machen. Allein schon für den Kopf. Ich habe Feuer gemacht! Was immer wichtig ist, gerade in der Nein, Grüße. Arktik, wo man nicht so viel schwitzt oder man meint nicht so viel zu schwitzen, stay hydrated. Also, keep your body working, drink water. Wo kriegen wir das Wasser her? Aus Schnee. Gibt mehrere Möglichkeiten. Was wir da getestet haben, ist einmal die Möglichkeit, das am Feuer mit einem Big Pot zu generieren. Wassergewinnung. Immer noch das beste Survival-Kit, das man haben kann, der Big Pot. Weil man hat einfach sehr viele Möglichkeiten. Ein großes Volumen, um was zu erhitzen. Mhm. Trotzdem noch zwei Behälter, entweder um es inside zu verschließen, um das noch schneller zum Kochen zu bringen. Und dann noch ein Trinkbehältnis, aus dem ich trinken kann. Achtung, es ist Metall. Wenn es jetzt wirklich eiskalt ist, passt mit den Lippen auf. Da kann man sich ganz schnell dann auch da... Auch nicht die Zunge an was Eisiges machen, ne? Darüber gut schon. Schnee. Meine Erfahrung, auch wenn wir hier die sauberste Luft Europas haben, ich würde niemals die oberste Schicht nehmen, sondern ich würde die oberste Schicht immer wegmachen und die darunterliegende Schicht. Hier sehe ich, dass es eine große Schneeperiode war, ein starker Schneefall am Stück. Und ich möchte euch jetzt mal demonstrieren, wie viel Arbeit das ist, wirklich Wasser zu gewinnen. Ich werde den Big Pot jetzt komplett füllen. Und ich bin gespannt und freue mich schon auf eure Schätzung. Und die gebt ihr jetzt ab, wie viel Milliliter ein vollgefüllter Big Pot Schnee ungefähr an Wasser ergibt. Wie viel ist denn ein Big Pot? Chat. Was sind das? 200 Milliliter vielleicht?
Das wird nicht so viel sein, ne? Finnish Army, so. Yeah, it's a German one. Yeah, but the Finnish Army. The German had this one in the Second World War. It was found in the Second World War. It's much of as a common survival course. Kochschuh wurde erstmal in den 1900ern in der Schweizer Armee eingeführt und wird von so aufgrund seines großen Fassungsvermögens ausschließlich Big Pot. In Fullendorf, I have Norway Kamerad. And he told me that they use this one in Norway too, because it's the best one. You can create water, you can boil something, and it's much better to eat a soup instead of only dry meat to stay hydrated. Wir haben es jetzt 5 Minuten über dem Feuer. Ist es schon geschmolzen oder nicht? Kurz reintippen, ja oder nein? 5 Minuten? Ja. Ja, ja. Ja oder nein? Ja, ja oder nein? 5 Minuten, fünf Minuten ja. Direkt über offener Flamme? Ja, ja. Und? Leider nein. Nein? Leider nein. Und oh mein Gott, what the fuck? Ihr seht schon, wie wenig es geworden ist. Also ich hätte jetzt auch safe ja gesagt. Nicht die Nerven verlieren. Ein gut Ding will Weile haben. Lasst es locker mal 15 Minuten drüber. Dann ist es auch am Kochen. Und falls doch irgendwelche Verunreinigung drin ist, kann man sich da nichts einfangen und hat schönes, sauberes Wasser. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie viel Wasser das geworden ist. Wir hatten es jetzt knapp 15 Minuten über dem Feuer. Es kocht noch nicht mal. Und das ist alles, was übrig geblieben ist. Also, für 150 Milliliter? 100? Eine Stunde, 2 Stunden für 2 Personen. Wie oft muss man das dann in der Nacht wiederholen, damit man auch am nächsten Tag, wo man kein Feuer machen kann, genug Wasser hat? Man arbeitet eigentlich die ganze Nacht durch, um das Feuer am Laufen zu halten, genug Wasser für den nächsten Tag zu generieren und selber warme Flüssigkeit wieder aufzunehmen. Weil warme Flüssigkeit gibt schon aufgrund der Wärme dem Körper Kraft zurück und der Körper kann diese Flüssigkeit natürlich viel schneller aufnehmen als die eiskalte Flüssigkeit, die man vielleicht im Rucksack hat oder sonst ja. Aha. Jeden Abend, wenn wir zurückkamen, natürlich erstmal eine Nachbesprechung. Was haben wir erkundet? Okay. Yeah. And maybe some car teams. Or maybe we take us. Maybe somebody starts from here, yeah. Let's first of all, let's discuss the starting points. We need to create the docs. Festhalten, dokumentieren, mit Videoaufnahmen belegen, mit Bildern belegen, sodass ich dann auch in der Lage bin, bei dem nachfolgenden Briefing die Leute ins Bild zu setzen, was erwartet uns da. Sounds like a plan for tomorrow. Tag 2 der ersten Erkundung. Moin moin, Mission for today, 10 Kilometer circa, Luftlinie, also 11 Kilometer Minimum, 12 Kilometer wahrscheinlicher Marschstrecke. Alter, 2 Stunden unterwegs. Zuerst ziemlich drei. Flach, dann geht's einen Berg hoch, dann geht's einen Berg runter. Das wird die längste angestrebte Etappe für den Arctic Warrior. Ich habe einen Kameramann dabei, der hat noch nie vorher auf den Skiern gestanden. Also wir haben einen Vergleich. Was können wir den Teilnehmern zumuten im mutigen Selbstversuch? Ich hoffe, dass wir so gegen 18 Uhr zurück sind. Das heißt, wir würden 2 Stunden in der Dunkelheit marschieren. Mal sehen, wie es wird. Ich wünsche euch viel Spaß. Julian hat zum ersten Mal auf Skiern gestanden. Ja, ja, was habt ihr mir da angetan, ey? Da verliegt man in die Arktis und kann kein Skifahren. Aber Hut ab, der hat es richtig gut gemacht. Hatte natürlich auch einen guten Ausbilder. Und ich musste einfach gucken, funktionieren die Skier? So, wir wurden endlich abgesetzt. Jetzt geht's los mit der Ski-Etappe. Ich hoffe, wir kriegen das Ziel gehalten. Ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir einen Kameramann rausbringen und ich es alleine fertig mache, wovon ich aber nicht ausgehe. Was ist hier zu beachten? Hektik ist immer falsch. Fangt nicht an zu schwitzen. Wenn ihr irgendwo mal am Stock hängen bleibt, versucht nicht hektisch den Ski irgendwie rauszuziehen oder sonst irgendwas. Ganz ruhig. Lieber einen Schritt zurück, weil da ist es safe, weil da bin ich schon drüber gegangen. Und dann gucken, mich neu zu orientieren. Was auch wichtig ist,
der erste Mann bringt den Weg raus. Wenn ihr dann Informationen habt oder sagt, wo sollen wir nicht da lang gehen, verliert sich das ganz schnell in der Diskussion. Also der Erfahrenere sollte den Weg aussuchen und den Weg gehen und ist da eher kontraproduktiv, wenn man von hinten die ganze Zeit, ah, da wäre auch gut, da wäre auch gut. Ist, Ideen sind gut, allerdings nicht zu viele. Kurz und prägnant. Mal sehen, wie weit wir kommen. Bis dahin. Mein Vorschlag an alle Teilnehmer ist, in der Ruhe liegt die Kraft, macht es lieber langsam, kontrolliert. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der Tipp ist jetzt dahin. Geht vielleicht auch mal. Macht es lieber Windböe. Meter mehr. Achtet bitte auf Windböe. Statt euch irgendwo hoch zu bolzen und am Ende gehen euch die Kräfte aus. Alter, das ist ein 55-Minuten-Video. Was kommt denn jetzt noch? Perfektes Winteroutfit, Digga. Ja, moin zusammen. Endlich moin. Zurück in Finnland. Gib mir noch eine Minute, dass ich mich umziehen kann und dann geht's endlich los. Endlich richtig ausgerüstet werden wir heute am ersten Tag der Feinerkundung mit dem Skido zusammen die Hotspots nochmal auschecken, um die Sicherheit zu gewährleisten. Kommt mit. Danke. Alter, wie lange war Sebo bitte da in Finnland? Ging's auch schon los. Wir sind 5 Tage vor den Teilnehmern reingeflogen. Der Endgegner und ich. Also der Endgegner ist Sascha. Sascha, willkommen zum Interview. Wie oft bist du schon Ski gefahren? Noch nie. Du hast noch nie auf irgendeinem Abfahrtski irgendwo drauf gestanden? Nur auf Videos gesehen. Mein Gott, hat der mich Nerven gekostet. Heilige Maria Gottes. Okay, morgen gehen wir dann raus. Die Strecken erkunden für den Arctic Warrior? Ja. Was ist deine Aussage dazu? Es wird entspannt. Ich glaube, das ist nicht so schwierig, wie du mir das gerade sagst. Ich glaube, ich kriege das hin. Wieder, also ist natürlich, never change a running system, funktioniert ja, mir jemanden mitzugeben, der noch nie auf Skiern gestanden hat. Also. Ich freue mich jetzt schon auf die Videos morgen. Er hat es geschafft, sich nicht umzubringen, aber er ist sehr viel gestürzt. Eine Träne habe ich auch gesehen, aber... Und das hat uns beide als Team, glaube ich, ausgezeichnet. Wir haben so viel zusammen auch gelacht und Spaß gehabt. Und das ist auch einfach wichtig. Also man darf dann nicht nur durchraschen und alles stumpf abarbeiten. Also wenn der Humor fehlt, dann ist das nichts für mich. Hm. Tag 1 der Erkundung. Sebo, ich muss jetzt nach 20 Minuten mal sagen, Sebo, sehr sympathisch. Wundert mich gar nicht, dass das der beste Freund von Otto ist. Da hat sich einfach der sympathischste Mensch, den man so im Internet sieht, den anderen sympathischen Menschen, den er so gesehen hat, ausgesucht. Und die haben sich einfach zusammengesetzt und haben gesagt, lass uns mal zusammen sympathisch sein. Mit dem Sascha. Lass uns einfach zusammen mal sympathisch sein, oder? Das ist das, was sie gesagt haben. Wir mussten unser Material vorbereiten, wir mussten unsere Rucksäcke packen. All das, ich glaube, morgens um 6 sind wir aufgestanden. Mussten wir natürlich vor der Sonnenphase erledigen. Wir hatten begrenzte Sonnenstunden und die mussten wir halt voll ausnutzen, konnten die nicht mit so Org und Besorg verschwenden. Wir haben alles rechtzeitig hinbekommen. Toni, Top-Mann, Top-Hilfe, hat uns dann direkt raus ins Gelände gebracht. Wir sind die Strecken abgefahren, wir sind zu den Übernachtungsmöglichkeiten gefahren, also da, wo geplant ein Team übernachtet.
haben erkundet, ist das da überhaupt möglich? Hat das Team da auch eine Möglichkeit, geschützt vor der Witterung unterzuziehen? Direction of the next last point, yes. And follow the tracks, okay. To find the team. If something happens. So, wir sind hier am ersten Startpunkt von dem ersten Team, Belau. Mhm. Was wir jetzt hier machen, ist einmal, wie erreichen wir den Startpunkt jetzt für die Verbringung des Schneemobils. Mit dem Hubschrauber machen wir das natürlich dann in einer anderen Gelegenheit. Und was wir weiterhin jetzt machen im weiteren Verlauf ist, die Übernachtungsplätze gegenzuchecken. Das heißt, kann das Team da überhaupt einen möglichen Shelter finden? Und ist es sichergestellt, dass wir den Shelter finden? Sodass, wenn irgendwas passiert, wir einen Punkt haben, wo wir ein Team hinterher schicken und ein Team von dem Zielpunkt dem Team entgegenschicken, um so die Suchzeit zu minimieren für den Fall, dass ein Team seine Meldezeiten nicht einhält. Erklären wir noch mal kurz, was du da vom Gerät hast. Die Sonnenbrille, die ist es. Was denn? Schnelle Brille ist das. Eine Speedbrille. Wie super. Ja. Ja, ich habe gedacht, wenn ich so getarnt bin, dann braucht man ja auch ein Signalzeichen, deswegen eine rote Sonnenbrille. Sebos first rule, always be cool, egal was wir machen, wir sehen verdammt gut dabei aus. Ansonsten unterstützt mich dabei natürlich das GPS-Gerät von Garmin, um einfach die Punkte adäquat finden zu können, mit einer Genauigkeit, was wir jetzt gerade momentan haben, von plus minus einem Meter. Hm. Und das ist natürlich ideal für solche Projekte. Also man hat hier die verschiedenen Hashtag Werbung, Digga. angepassten oder angelegten Punkte. Wir haben oben den Steuerkurs in Grad, wir haben die Reststrecke und unten in Nordost die Koordinate, weil das das gängige Format hier in Finnland ist, um hier mit der lokalen Rettungsbehörden bzw. mit der lokalen Bevölkerung zusammenarbeiten zu können und nicht dann anzufangen, die Koordinaten in irgendein System zu transferieren. Wie ist die Holzlage? Weil wir dürfen natürlich keine lebenden Bäume da fällen. Wir wollen ja nicht verbrannte Erde hinterlassen. Wir wollen ja mit der Natur arbeiten. Wir mussten die Gefahren erkunden. Wie sind die Gewässer? Wie sind die Gewässerübergänge? Ist es möglich, über Flüsse oder Seen drüber zu kommen oder breche ich ein? Icebreaking beschreibt den Einbruch in ein vereistes Gewässer. Ja, bekannt. Die sollen sich die Kohle von Garmin schön einstecken. Ich glaube, die Kohle von Garmin brauchen sie gar nicht. Sie haben Paramount im Rücken. Und ich gehe davon aus, das wird wie bei Seven Wild sein, dass die dann vor den Folgen immer Sponsoren mit reinholen. Und da das ja gigantische Zahlen sind, ne? Also dieses 55-Minuten-Video hat 350.000 Aufrufe. Das ist ein 55-Minuten-Video. What the fuck? Das ist verrückt. Das hat verrückt viele Aufrufe für die Länge. Gut, hier seht ihr riesen Freifläche mit Sumpfgebiet. Das ist irre. Man weiß halt, darunter die Schneedecke ist relativ dick. Aber die Eisdecke darunter, die Eisschicht darunter ist wahrscheinlich sehr dünn. Was man auch sehr gut hier vorne im Bereich sieht, dass hier auch teilweise fließende Gewässer sind. Und da hat man immer die Gefahr, knietief einzusinken und dann nass zu werden. Wenn man nass ist, verliert man Zeit, weil man muss sich trotzdem... Naja, der Sponsor, also der erste Sponsor, der bekannt gegeben wurde, das wird sicherlich noch mehr geben, ist Paramount Plus. Also das ist dieser Streaming-Dienst, ne? Man kann nicht so nass dann weiterlaufen, weil dann läuft man Gefahr, Erfrierungen gerade an den Füßen zu bekommen und dann ist der Run beendet für das Team. Also, da muss der Profi in der Lage sein, das Gelände zu lesen, das Gelände zu beurteilen und eine sichere Route zu finden. Wie ist es in Moorlandschaften? Wie dick ist die Eisdecke? Und haben da einfach auch festgestellt, dass wir jetzt schon mit einer sehr hohen Icebreaking-Gefahr... Otto meinte auch, dass das Ganze um die 80.000 gekostet hat. Also wenn dieses Projekt nur 80.000 gekostet hat, dann hat er einen Schnapper gemacht. Also dann hat er einen Schnapper gemacht. Arbeiten müssen. Da haben wir auch wieder uns in Erinnerung gerufen, dass man besser mit der Natur arbeitet als gegen die Natur. Eins muss man auch mal sagen, wir planen für die Feinerkundung jetzt circa 3 Tage. 3 Tage mit dem Schneemobil in der Wildnis unterwegs, um überhaupt alles abzufahren. Also da kann man einfach mal wahrnehmen, wie groß das Gebiet hier ist, wo wir langfahren und wo die Leute sich lang bewegen. Das ist halt die Besonderheit, dass
wir halt in der Lage sein müssen, die Teams im Notfall rauszuholen. Aufgrund eigener Fehler oder aufgrund spontaner Wetterveränderungen. Mhm. Wir haben so viel gelacht, wir haben so viel zusammen übereinander auch gelacht. Ich über den Sascha, Sascha über mich. Ja, ohne Spaß. Der Ocean Warrior, das kostet vielleicht 80.000. Das hier, also meine Schätzung, das Personal, die Kosten, Flug, Helikopter, das wird eher 250.000, 300.000 kosten. Funktioniert das alles nicht. Kannst du mal bitte kurz darüber gehen? Ich soll darüber gehen. Auf gar keinen, da brecht er wieder. Nee. Mach mal ein Foto von da hinten, wie ich hier draufstehe, bitte. Doch, geh mal da hoch, darüber. Sebo, ich weiß, dass du mich verarschen willst. Warum? Ich geh da nicht rein, da brech ich wieder ein. Geh du doch mal darüber. Sebo, ich glaube, da muss was erkundet werden. Negativ. Ich glaube, da wäre eine richtig schöne Panoramaaufnahme von mir gut. Also, geh mal bitte da in den Tiefen. Auf gar keinen Fall, Sebo. Ein bisschen Spaß muss man auch mal haben. Wollte ich immer schon seit langem mal wieder machen. Wir probieren es mal aus, ob es klappt. You raise me up. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Aber sonst geht's dir gut, oder was? Ja! Was? Scheiße, ich bin zu dick. Ja. Na komm, der geht doch, oder? Warte, ich guck mal. Ich habe schon mal schönere gesehen. Okay, ja. Aber ich finde ihn okay. Das ist vor allen Dingen so richtig ekliger Pulverschnee. Ne, das pappt nicht. Das ist einfach nur, als würdest du auf ganz feinem Sand laufen, der kalt ist. Also wirklich. Ich finde ihn okay. So, der weht weg, ne? Da kommt eine Windböe und hast die Scheiße in der Fresse. Ja, mein typisches Hindernis, das ich für die Teilnehmer darstellen werde. Und zwar ein Flusslauf. Ungefähre Breite, geschätzt 3 Meter, Tiefe wahrscheinlich bis zu 1 Meter. Wie kann ich jetzt testen, ob dieser Fluss tragbar ist? Als erstes muss ich natürlich aufpassen, wie ihr es hier schon seht, auf die Abbruchkante, ne? Also da werde ich eventuell runter umknicken oder sonst irgendwas mit mir tun. Man kann da jetzt Vollgas runterfahren und steht in der Scheiße. Oder man bewegt sich irgendwie seitlich, um es sicher zu gestalten. Guckt, dass man immer einen festen Stand hat und arbeitet sich langsam einfach runter. Man kann immer mal vorfühlen und kann so dann langsam sich runterarbeiten. So hat man schon mal das Verletzungsrisiko bei der Abbruchkante vermieden. Ansonsten merkt ihr hier drunter ist schon Eis. Wie teste ich jetzt, ob der Fluss gangbar ist? Man kann die Axt nehmen, man kann ein Messer nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal mein Messer. Das heißt, man positioniert sich am Rand. Räumt einfach bis zum Eis frei. Und sticht so fingerbreit die Eisdecke durch. Ist das Eis so stark, wird es einen auf jeden Fall tragen. Ich habe es getestet und kann dann safe über den Fluss gehen, wie ich es euch jetzt zeigen werde. Also ich sage jetzt, für mich wäre der Fluss hier absolut gangbar. Allerdings würde ich mir auch immer die Zeit nehmen, das zu prüfen. Weil die böse Überraschung will eigentlich keiner haben. Wenn man es jetzt nicht so sicher ist, macht man natürlich Folgendes. Man macht die Skier auf, dass wenn man einbricht und es tiefer sein sollte, die Skier einfach aufgibt und sich rauszieht und würde die Stöcke in einer Hand nehmen. Allerdings, ich habe es ja gerade getestet. Ich weiß, dass es jetzt für mich safe ist und dass nur ein kurzer Bereich ist. Von daher kann ich einfach. Also, man sieht, so einfach geht das und man kann das Risiko des Einbruchs extrem reduzieren. Das gilt natürlich nur für enge und kurze Gewässer. Auf Seen kann es überall unterschiedlich sein, gerade bei Einmündungen von Flüssen. Flüssen, die sind immer zu meiden. Aber better safe than sorry, passt auf und checkt es vorher, anstatt einfach stumpf drüber zu gehen. Wenn man nicht so einen coolen Schlitten hat, wie Sascha und ich, kann man das Ganze auch mit einem Seil machen. Man kann mehrere Brusiks daran befestigen, an dem sich die Leute festhalten und dann mit einem langen Seil sich hinterherziehen lassen. Wichtig dabei ist, nicht mit der ganzen Hand durch, weil wenn man dann fällt, kann man vielleicht nicht schnell genug lösen und wird hinterhergezogen. Das macht Spaß. Sondern lieber einfach nur reingreifen, dass ich das Seil wirklich bewusst loslassen kann. Und dann auch bitte nicht versuchen, euch zu retten, bis es nicht mehr geht, sondern wirklich effektiv zur Seite kippen, dass die Hinteren vielleicht noch vorbeikommen, ohne in euch reinzukrachen und euch zu verletzen. Ja. Kannst du das einmal vormachen, wie man umkippt? Nein.
Was ich euch jetzt gerne mal zeigen möchte, ihr habt jetzt schon die ersten Eindrücke gewonnen und habt gesehen, wie dick der Schnee hier an manchen Stellen ist und wie dick das Eis ist. Aber es gibt eben auch genau die anderen Stellen, die dieses Umfeld, diese Umgebung, diese arktische Klimazone gefährlicher machen als jegliche andere Klimazone. Schaut mal darüber. Hier sieht man, dass bei diesem See und in diesen Bedingungen das Eis nicht tragfähig ist. Und wenn das dann durch eine dicke oder dünne Schneedecke verdeckt ist und man das nicht sieht und der Profi das nicht einschätzen kann, ist die Einbruchsgefahr bei sowas zu 100% gegeben. Und dann steht das gesamte Team vor einem Problem, wie die sich wieder trocken kriegen. Wie machen wir das dann aus der sicheren Seite? Also, die kriegen dann wahrscheinlich genauso wie bei Seven vs. Wild, aber auch so einen GPS-Notfallsender, ne? Das Problem ist nur, Bruder, bei den Temperaturen, das ist ja, also, bei diesen Temperaturen ist das ja absolut gefährlich. Stell mal vor, irgendwer bricht ein und friert und du sendest sofort Hilfe. Das dauert ja trotzdem Stunden, dass da jemand kommt. Wenn ein Team einbricht, setzen die schon mal einen Voralarmierungsnotruf ab. Die müssen sich selber recovern, aber das Rescue-Team wird dann direkt beauftragt, in die direkte Nähe des verunglückten Teams zu kommen, um im Notfall dann wirklich direkt eingreifen zu können. Eine gute Sache ist immer, dass man der Natur trauen kann. Schaut mal darüber. Die Spuren der Rentiere, die wissen, wo die rübergehen können. Die umgehen diesen Bereich, seht ihr, die drehen sogar ab, weil die das instinktiv wahrnehmen. Und sollte man sowas wahrnehmen, dass da schlagartige Richtungsänderungen sind, sollte man tunlichst nicht da lang gehen, wo die Tiere nicht lang gehen. Krass. Das ist ja krass. Ich bin durch. So. Tag 2. Digga, der Kameramann, aber auch auf Trollbasis, ey. Los, wir haben. Lass uns mal ein Bild machen, Bro. Was wir überhaupt bei der Erkundung mit dabei haben. Ich stelle euch kurz mal vor, was ich so täglich mitnehme auf die Tagestour. Weniger ist mehr, also ich habe jetzt keine. Ja, Sebo aber auch gerade mit dem Pietro Lombardi-Look, ne? High Speed Gucci Shit, wir gehen davon aus, dass wir abends drinne sind. Welches Material haben wir dabei? Und da ist es halt jetzt nicht in den Übernachtungssituationen, sondern da ging es dann wirklich. Was brauchen wir wirklich? Also desto leichter wir sind, desto einfacher ist die Erkundung. Natürlich immer ein Big Pot, um Wassergewinnung durchzuführen. Hier mein schlaues Buch, wo ich mir alles aufschreibe, was ich irgendwie fürs Projekt noch brauche. Dann auf der Sicherheitsseite, ich habe immer irgendein Erkennungszeichen dabei. Ich habe mein Medipack dabei. Ich habe digitale Medien zur Orientierung dabei und natürlich die analogen auch, genau wie mein Notfallkompass. Ein Messer ist immer wichtig. Einfach eine Gürteltasche, um meine First Line am Körper tragen zu können, dass wenn der Rucksack mal, weil man einbricht, weg muss, weil man sonst nicht rauskommt, dass ich den halt ohne Bedenken wegschmeißen kann. Hm. Ersatzbatterien, Stirnlampe transportiere ich immer ohne Batterien drin, weil mir das viel zu oft passiert ist, dass ich die aus Versehen angemacht habe und die dann direkt leer waren. Hm. Feuerstarter ist klar, Leatherman ist klar, dass man auch mal vielleicht was an den Skiern fixen kann, falls was ist. Ansonsten zweimal Sonnenbrille, weil ich einfach regelmäßig meine Sonnenbrille kaputt mache. Kannst du die einmal aufsetzen, Sonnenbrille? Die gute aber, ne? Ja, ja. Die gute. Die schnelle. Ach, Sebo. Das ist es. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. eine Säge haben wir noch dabei. Thermoskanne mit was Warmem zu trinken. Dürfen die alles mitnehmen, was sie brauchen? Ich glaube, die kriegen ein gestelltes Set. Komplett. Also die werden komplett einheitlich eingedeckt. Für den kleinen Durst zwischendurch, wenn man fast as fuck, boy! Wenn ich Bock hat, sich was großartig warm zu machen. Und ansonsten habe ich noch eine Axt dabei, die Axt ist aber schon draußen. Da war ich jetzt zu empfindlich für die Temperaturen, um die zu holen. Es gibt bestimmt einiges, was man hier ändern könnte, aber für mich reicht das aus und das reicht aus, dass ich auf alle Lagen, die wir draußen zu erwarten haben, reagieren können. Wir wurden dann vom Toni verbracht zur Königsetappe. Die ging quer über einen Berg drüber. Alles im Tiefschnee, mit einer begrenzten Zeit, einfach durch die Sonnenstunden. Alter, Sebo hat also den Arctic Warrior gemacht, bevor irgendjemand anders den Arctic Warrior gemacht hat. Mal stärken, bevor es losgeht, oder? Du wirst gleich sehen, was das mal heißt, dehydriert zu bleiben. Wie lange ist das? Erstmal jetzt natürlich eine Schicht ausziehen, unten runter, damit man jetzt gleich gut sich anpassen kann, weil das wird jetzt das erste Mal so ein bisschen in die Beine gehen. Marschstrecke One Way, 1,7 Kilometer, also 3,4 Kilometer overall.
die wir jetzt abspulen müssen, möglichst unter anderthalb Stunden, damit der Toni nicht so lange warten muss. Mhm. Weil wir kommen anders zu dem Punkt nicht hin. Dann bringt der Toni uns nochmal einen Punkt weiter und ab da sind es dann nochmal 8 Kilometer. One way. Mal sehen, ob wir es bis zum Einbruch der Dunkelheit schaffen. Der Plan war, 3 Spots, die oben auf dem Berg liegen, wo Teilnehmer übernachten sollten, zu überprüfen, die Seen zu überprüfen, die oben, und die Sumpfgebiete, die oben auf dem Plateau sind, zu überprüfen. Ist da die Sicherheit gewährleistet? So, wenn ich dann ein Lager gefunden habe, checke ich als erstes die Bäume, ob irgendwo ein abgebrochener Ast, große Äste oder irgendwas an der Spitze abgebrochen ist. Wie lange hättest du es in der Landschaft ausgehalten? Boah, sicher 2 Minuten. Dass auf mich runterfallen könnte nachts. Vielleicht sogar 3. Und danach wähle ich am besten sowas, wie wir da vorne vor uns sehen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie wenig Arbeit ist, da unten ein Nachtlager aufzuschlagen. Wir haben hier was mega Geiles gerade. Und zwar den Platz, wo ich mit meinem Promi zusammen unterziehen würde. Ohne viel Arbeit, geringer Aufwand und direkt richtig geil untergebracht im Paradies. Kommt mal mit, ich zeige euch. Dieser Baum, wir haben ungefähr eine Schneehöhe von 1 Meter. Und dieser Baum gibt an sich ja schon mal ein Cover. Gerade dieses dichte Astwerk am unteren Ende schützt mich vor der Witterung. Und da drinnen habe ich locker 4 Quadratmeter Platz, um mich unterzuziehen. Ich muss nur hier ein bisschen Schnee abtragen, mir eine kleine Öffnung gestalten, die Äste zur Seite schieben, bitte nicht abbrechen, weil die kann ich nachher zum Verschließen wieder nutzen. Und wenn ihr mal Äste dann doch abbrecht, die bitte dann direkt wieder nutzen, um das zu verschließen, dass man nicht unnötig Bäume beschädigt. Und dann kann man da drinnen sich mit wenig Aufwand eine wunderbare, gemütliche Nacht machen. Jetzt geht's weiter mit der Feinerkundung. Diese Unterziehmöglichkeiten bieten sich ja überall. Also ich war nahezu an jedem Punkt, der für die Teams angelaufen wird, außer an einem, und den machen wir später noch. Und überall habe ich diese Möglichkeiten gefunden. Also haltet das im Hinterkopf, was ich euch gezeigt habe. Mal sehen, wie die Teams das im Run umsetzen. Wir sind relativ zügig reingegangen und es war auch gut, dass der Sascha da nicht so erfahren war, weil das hat mir einfach gezeigt, wie viel muss man eigentlich wirklich anleiten, weil man muss die Leute immer wieder darauf hinweisen, arbeitet an euch. So Sascha, nochmal ein Tipp. Nach den ersten mutigen Selbstversuche, an den Skiern hast du so ein Fell in der Mitte. Das heißt, wenn du dich nach vorne beugst und das die ganze Zeit machst, wie du das gerade versuchst, wirst du immer wieder zurückrutschen. Warum sagt mir das denn keiner? Ich stand noch nie auf sowas. Zeig mal dein Ski von der Unterseite, vielleicht erkennt man das. Aber soll ich dir was Schönes sagen? Ja. Wir haben nur noch 6 Stunden Licht. Hast du Taschenlampe dabei? Sicher das. Hast du eine mit? Nein. Wechselt die Kopfbedeckung. Zieht eine dickere Mütze an, wenn euch kalt wird. Zieht eine dünnere Mütze an, wenn ihr am Schwitzen seid. Öffnet die Jacke. Spielt mit allen Reißverschlüssen, die ihr habt, um irgendwie die körperliche Hitze und Feuchtigkeit vom Körper wegzubringen. So, was wir hier sehen, ist von den Finnen genannt Nava. Wächst hier bei sehr reiner Luft an den Bäumen und ist ideal, um ein Feuer anzuzünden. Also das erwarte ich einfach, dass das die Teilnehmer direkt sehen, dass sie die Situational Awareness haben. Die Situational Awareness, Chat. Hättet ihr die Situational Awareness? Ich denke nicht. Quasi abreißen. Ihr seht schon, wenn ich jetzt näher komme, dass das so ganz feine Fasern sind. Dass sich in die Hosentasche oder am Körper irgendwo trocknen. Und dann ist das ideal, um Feuer anzumachen. Ich demonstriere es euch mal in der Hand. Ihr seht es jetzt schon, ich habe es nur in der Hand kurz getrocknet. Muss man natürlich aufpassen, ne? Ist sehr kalt. Und ihr seht schon, wie trocken es ist. Und damit kriegt man wunderbar ein Glutnestchen. Viele vergessen zu trinken. Auch da, sich immer wieder bewusst zu sein, ey, ich habe gerade schon 2 Stunden in den Knochen und habe erst 3 Schlücke Wasser getrunken. Das ist viel zu wenig. Ich bin zwar nicht nass geschwitzt, aber ich verliere trotzdem Flüssigkeit und es ist trotzdem Anstrengung. Planmäßige Pausen einzulegen, um das Tempo aufrechtzuerhalten und sich nicht kaputt zu spielen. Dehydration. So, keep your body working, drink coffee. Sprichst du, danke schön für den Sub. Das ist das beste Getränk für draußen, aber wir sind ja auch nicht in einer Überlebenssituation, sondern bei einer Erkundung. Und da muss man auch mal ein bisschen was sich gönnen. Prost.
Habe ich schon mal gesagt, Chat? Nur Bier. Dass ich gar keinen Kaffee mehr trinke. Ich bin vollkommen auf Tee umgestiegen. Also was das regelmäßige Heißgetränk angeht, ne? Jetzt schon seit einer ganzen Weile. Ich bin vollkommen weg von Kaffee. Ich würde das jetzt noch in Schatten stellen. Wie hart ist es für jemanden, der das nicht gewöhnt ist, sich da den Berg hoch zu quälen? Ich darf das jetzt nicht so laut sagen, deswegen flüstere ich ein bisschen. Ganz ehrlich, das werde ich ihm nicht sagen. Das wird er dann bei der Auswertung der Videos sehen. Der quält sich hier richtig hoch. Das ist super, dass er dabei ist, weil wir können auch bei den Promis jemanden dabei haben, der nicht gut Skifahren kann. Der hat immer noch gute Laune, wir lachen immer noch zusammen viel, unterhalten uns ganz normal. Der ist absolut lernwillig, also tipptopp. Und Sascha, wie läuft? Gut. Kindergeburtstag, oder? Aber irgendwie kommst du nicht vorwärts. Was ist da los? Ach Mann, diese Steigungen killen mich. Ich muss ja schon ein bisschen schmunzeln, ne? Ja. So, jetzt will ich wieder zurückrutschen. Weißt du, wie lange du gebraucht hast für die 2 Meter? Ja. 3:27. Ich weiß. Natürlich unter der Prämisse, dass wir leicht und beweglich waren. Wir hatten keine Pulka dabei, wir hatten keine schwere Ausrüstung dabei, aber wir hatten dafür auch eine viel größere Distanz. Nicht in den Baum geradeaus fahren. In den. Wuhu, du hast es geschafft. Du bist nicht in den Baum gefahren. Und ich hätte ja mal keinen Bock drauf, Digga. Ist es dann so gewesen, dass ich relativ zügig fest... Magst du lieber Winter oder Sommer? Winter ist der deutlich überlegene Bereich. ...gestellt haben. Also wer Sommer dem Winter vorzieht, mit dem kann ich nicht sympathisieren. Wenn der Winter und die kalte Jahreszeit aber deine Lieblingsjahreszeit ist, dann denkst du so wie ich. Weil... Der Sommer ist scheiße, weil man nie irgendwann nichts mehr ausziehen kann, aber wenn es kalt ist, kannst du halt immer irgendwas anziehen noch. Ich habe 12 Kilometer, mussten wir runtergehen, 11 Kilometer, okay, wir kommen jetzt in eine Zeitspanne, wo wir das Bummeln uns nicht mehr erlauben können. So, endlich zurück an der Hütte, 21 Uhr knapp und wir mussten den letzten 2 Kilometer dann doch mit dem Schneemobil uns abholen lassen, aber... Hat er gut gemacht, aber zwischendurch hat er ganz schön federn lassen. Mal sehen, was er dazu sagt. Freunde, also wirklich, ihr könnt euch auf einen richtig geilen... Sorry. Ich kann gar nicht mehr sprechen. Freunde, ihr könnt euch auf ein richtig geiles Format freuen, wirklich. Die Landschaft, die Touren, das Auf und Ab, es ist anstrengend pur. Der eine oder andere Timer wird zu knabbern haben dran. Ich hoffe, es ist... Ja, komm. Nee, wie viele Handschuhe hast du noch? Ja, das ist deiner, ich hab nur einen. Ich bin durch, Freund, es tut mir leid, ich kann auch nicht mehr sprechen. Und seid ihr schon hingechillt? Ja, sicher. Ja, sauber. Hat man sich auch verdient nach so einem Tag? Ich muss sagen, das Bier hat mir richtig gut getan jetzt in der Sauna. Nur am Saufen, Digga. Ansonsten, anstrengender Tag, Königsetappe für die meisten Teilnehmer. Ich glaube, da kann man... Da hat man mal fühlen können, was die da wegstecken müssen. Und die werden das am dritten Tag machen müssen. Mal sehen, wie die sich da schlagen. Und wie die Promis und Profis beide zusammen als Team das meistern. Und inwieweit die ganzen kleinen Konflikte, die automatisch auftreten. Wo gehen wir lang? Links, rechts? Nehmen wir den langen Weg oder den kurzen Weg, der anstrengend ist? Ey, wie drückt die Zeit? All das, wie sich das in den Teams verhält. Ich hoffe, das kann man aufgrund der GoPro-Aufnahmen erkennen. Und ich bin mega gespannt auf das Format und das wird richtig geil. Sebo, wir brauchen noch ein Ende oder eine Überleitung auf morgen. Mach es gut und bis morgen in alter Frische. Tag 3 war dann zum Runterkommen. Guten Morgen, Sebo. Ich kann gerade noch nicht. Ich muss hier gerade noch was Wichtiges machen. Man kann nicht Vollgas durchgeben. Wir haben die ersten 2 Tage voll ausgenutzt. Wir haben durchgeballert, unglaublich, um uns am Tag 3 auch mal ein bisschen Auszeit zu gönnen. Also nicht Auszeit im Sinne von
Ich liege nur rum, aber mal nicht so viel draußen zu sein, sondern auch wieder Kräfte aufzubauen und zu regenerieren. Ach du Scheiße, Alter. Ein neuer Tag im Paradies, Sebo. Wie geht es dir heute? Wie lange soll denn der Arctic Warrior dauern? Sehr gut. Also wie viele Tage sind die draußen? Entspannt, gut geschlafen. Es ist über die Dauer ein bisschen wenig in der letzten Zeit. 5 Stunden pro Nacht, weil wir wirklich lange Nachtschichten hier noch einlegen. Aber, ja. Mel, willkommen bei Broke. Naja, es gibt, also, willkommen bei Broke klingt schon fast wie ein Insult. Nee. Aber wenn du 99 Cent für ein Abo ausgibst, dann bist du halt broke. Ne? Denn das normale Abo kostet doch nur $5. $5! 5 Tage. Ach du Scheiße, Digga. Geht schon. Schlimmer geht immer. Gleichzeitig hatte ich das Gespräch mit dem Helikopterpilot. Ich sag's jetzt mal, bevor es soweit ist und wir die Dings sehen. Ich glaube, es wird nie wieder eine härtere Survival-Situation im Influencer-Bereich geben wie Arctic Warrior. Denn hier reden wir wirklich von der Gefahr der Erfrierung, der Gefahr der Körperteilerfrierung so, dass ich, Alter, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals wieder härter wird. Piloten, der das erste Mal vor Ort dann Verbindung aufgenommen hat. It's a problem. Yeah. Until it gets a little bit melting and frozen again. Yeah. Then it's okay. But this is the problem if you land there. And whiteout. Whiteout. Yeah. Whiteout, das Phänomen des Whiteouts beschreibt einen Orientierungsverlust durch das Verschwimmen von Horizont und Boden. In diffusen Reflexion des Sonnenlichts. Bereits beim Schneewandern besteht durch diese Desorientierung im vermeintlich unendlichen Raum die Gefahr von temporären Beeinträchtigungen des Gleichgewichtsorgans, Übelkeit und Angstzuständen. Holy fuck! Bei Piloten sorgt der aufwirbelnde Schnee zusätzlich für erhebliche Sichteinschränkungen. Beim Endanflug in Bodennähe mit einem Helikopter auf eine nicht vorbereitete und mit lockerem Schnee bedeckte Landzone erschwert dies vor allem Rettungseinsätze. Der lockere Schnee wird aufgrund des Abwinds des Rotor aufgewirbelt und verstärkt den Kontrastverlust. Whiteout, Alter. Das ist ja krass. Ich habe mir, ich habe letztens erst aus unerklärlichen Gründen gelesen, dass die Inuit in den Eisregionen sich mit selbstgeschnitzten aus den Geweihen von Tieren Sonnenbrillen davor schützen, die so ein bisschen nur einen Schlitz drin haben, damit die nicht erstmal geblendet werden und diese Schneeblindheit erlangen. It's crazy. Sehr crazy. But we have the forest. Ah, Mel direkt geupgradet. Background. Yeah, what is your inbound route to this landing place? Do you coming from this direction or nearly from this direction? Depending. Liest ihr alle Chats oder nur den Twitch-Chat? Ich lese nur den Trovo-Chat. Wind. Yeah, of course. But if you have a wind calm or something like 5 knots, I think it's not important for the helicopter. Maybe. This direction? No. Okay. Hombi 5. Hombi, dankeschön. Is it possible? Due to the filming, that you go very low, yeah, and came surprisingly out of this behind these trees, yeah, that we have one big picture that you at your first approach did a dry approach, checking the wind, and then leaving in this direction. Mm. What happens when the better is not VFR conditions? Then we have to wait. You have to wait. We have to wait. Okay. Ich habe mit ihm aufgrund meiner Fluglotsenausbildung gut kommunizieren können. Wir waren nun relativ schnell einig, ja, das funktioniert alles. Unter der Prämisse passt das Wetter. Can you hover and then jump out in a low altitude position? But the thing is, then we can take only, let's say, 4 people. This is the problem if the pilot is alone. Er ist doch gar nicht live auf Twitch. Ja, ich bin nicht live auf Twitch, aber das liegt ja nicht daran, dass ich nicht will, sondern dass ich nicht darf. Twitch verbietet es aktuell. Nichtsdestotrotz haben wir hier schon einen Twitch-YouTube-Chat, der beide Streams zusammenfasst. Das heißt, wenn du jetzt in meinen Twitch-Chat schreibst, der automatisch auch in den Live-Archiv-Chat gespiegelt wird, dann lese ich das sowohl da als auch hier, sodass wir ganz am Ende, wenn ich mich dann tatsächlich dazu entscheiden sollte, meine exklusive Partnerschaft mit Twitch zu beenden, ich einfach sagen kann, wir streamen auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig.
und vielleicht noch auf Trovo und so weiter und so fort, sodass ich die Chats in einem Medium zusammenlesen kann. Ja? So, also darum sagt man Twitch-Chat, weil das ja für unsere finale Umsetzung das Relevantere ist. You cannot shut down the helicopter. Yeah, of course. Yeah. But when you and see it low might hovering, be, yeah, okay. You never know what is underneath. There might be a stone, rock, whatever. Yeah, of course. And if you get bended, then it's game over. Yeah. Good. Das hat da schon im Forecast scheiße ausgesehen. Aber wir wollten einfach an dem Helikopter festhalten. Er hat mit mir den Landeplatz vor Ort erkundet. Er hat die Inbound-Route, Outbound-Route. Wir haben die Time-N-Route festgelegt, die wir haben. Wir brauchten das Playtime vom Helikopter vor Ort. Also wie lange kann er dann im Gelände unsere Teams verbringen? Wie lange kann er sich für uns bewegen? Wann sind die nächsten Eckdaten? All das haben wir dann verifiziert und abgesprochen und koordiniert. Was ist? Was machst du da? Ich filme. Irgendwas musst du jetzt erzählen. Okay. Hast du einen Witz? Komm, erzähl mal einen Witz. Komm, für zwischendurch einfach mal. Man geht in eine Kneipe und sieht auf einmal so einen 30 cm großen kleinen Schimmel durch die Kneipe laufen. Schüttelt den Kopf und denkt sich, was für ein scheiß Arbeitstag. Setzt sich an die Theke, bestellt sich ein Bier und sagt zu seinem Freund, den Wirt, Alter, heute ist alles scheiße gelaufen, aber warum läuft hier verdammt nochmal ein 30 cm großer Schimmel? Frag nicht, sagt der Wirt. Geh runter, hinter dem Bierkeller links, Gurkenglas, zweimal drüber reiben, da wird eine Fee erscheinen. Der Typ geht runter in den Bierkeller, findet das Gurkenglas, BAMS! Eine Feder. Du hast jetzt einen Wunsch, da fängt der Mann erstmal zu diskutieren an und sagt, hör mal, eigentlich ist das doch mit drei Wünschen oder so. Nein, du hast nur einen Wunsch, ich bin eine andere Fee. Alles klar, der Mann überlegt, ich wünsche mir 1 Million. Überall Rauch. Die Hände, er guckt zu seinen Händen und hat eine riesen Melone in den Armen. Wundert sich, reibt, die Fee kommt nicht mehr wieder, geht hoch. Hör mal, was ist denn mit der Fee nicht richtig? Ist sie bescheuert? Ich habe mir 1 Million gewünscht und krieg 1 Melone. Sagt der Wirt, ja, was glaubst du denn? Ich habe mir einen 30 cm großen Schimmel gewünscht. Hat was gedauert, oder? Der Rest des Tages war dann wieder Ork und Besorg. Wir haben alle Batteriereserven in diesem Supermarkt geplündert. Wir haben wirklich alles gekauft, was sie da hatten. Die an der Kasse hat nur im Kopf geschüttelt, glaube ich, und auf Finnisch uns verflucht. Wie viele Batterien hätten Sie gerne? Alle. Reichen die denn, oder? Nein, noch nicht. Müssen wir nochmal wiederkommen und plündern. Kriegst du es hin, oder? Wir haben eigentlich alles gemacht, damit alles vorbereitet ist. Wir haben das Material ausgepackt aus den ganzen Kartons, die angeliefert wurden. Ach du Scheiße. Die ersten Shots haben wir drinne. Material reinräumen, nochmal rüberfahren. Wir haben nicht alles in den Pickup bekommen. Dann vielleicht auch noch ein zweites. Boah, jetzt habe ich es auch finally gecheckt. Warte mal, du hast jetzt erst das. Hast du jetzt erst den Witz verstanden oder was? Mal rüberfahren, alles erstmal hier hinholen, dann alles so ordentlich strukturieren. Und dann hoffe ich, dass wir rechtzeitig fertig werden bis heute Abend. Aber wird schon passen. Ich schätze mal, werden so um 16 Uhr fertig sein. Dann können wir nochmal Digga. Kurz uns hinsetzen, Kaffee trinken, bevor dann die ersten anderen Kamerateams kommen. Das ist schon fast witziger als der Witz selbst. Wir haben die Rucksäcke, wir haben alles, was wir jetzt schon hier haben, hier verteilt, sodass wir die personalisierten Pakete zusammenstellen können mit bis jetzt nur Jacke, Hose, Schlafsack, Biwaksack und Rucksack. Die restlichen Kleinteile sind immer noch unterwegs. Wir haben den 18. Februar. Hoffentlich kommen die heute oder morgen an, sodass wir den Teilnehmern dann wirklich verdammt, einen kompletten schon wieder eine Niete gezogen. Hildegard 52, Hebamme Godzilla 5.
Was? Übergeben können und sagen, das ist dein Material, das darfst du nutzen. Was? Und die keine Arbeit haben, was auszupacken oder sonst irgendwas. Sebo, ich glaube, wir haben ein Problem, oder? Erklär den Leuten mal kurz, was hier Sache ist. Ja, der erste Flieger hängt in München fest, kommt nicht pünktlich raus, verpasst dadurch wahrscheinlich seinen Anschlussflug von Helsinki nach Kitele. Und jetzt müssen wir gucken, was der Plan B ist. Betroffen davon ist in Anführungszeichen nur der Alex, der als Unterstützung in der Ausbildung tätig ist. Das könnte ich notfalls covern. Und er schreibt mir gerade, wenn er es irgendwie schafft, sein Gepäck auf jeden Fall nicht, weil der Flieger irgendwie überbucht ist. Wir werden es sehen, aber da habe ich jetzt noch keine großen Bauchschmerzen. Lass uns einfach auf uns zukommen und dann werden wir schon eine Lösung finden. Aber trotzdem müssen wir ihn natürlich abholen, was der Plan B ist und wie wir dann weiterverfahren. Wir haben uns mit der Technik der finnischen Türschlösser auseinandergesetzt. Ach du Kacke. Also manchmal steht man auch einfach auf dem Schlauch, bis ich diese Tür da manchmal auf und zu hatte, weil das ist nicht wie in Deutschland umdrehen und das geht auf. Kriegst du die Tür wieder nicht zu, oder was? Was ist das denn? Wer findet denn so scheiß Schlösser? Guck mal, das geht einfach nicht. Es geht objektiv nicht. Ich kann es nicht. Der bricht ab. Mach es. Der bricht ab. Mach es einfach. Ich muss hinter der Kamera sein. Also ich kann hier gar nichts machen jetzt. Was ist denn mit der Tür? Ey, was ist denn das? Sascha, sind wir zu blöd, diese wenigen Schlöcher mal zu verstehen. Das ist irgendwie ganz komisch. Da muss man aufdrehen, so einen Hebel reindrücken und dann geht... Kann ich nicht erklären. Habe ich bis heute nicht verstanden. Das kann doch nicht sein, ey. Mann, ey. Da gibt's doch bestimmt irgendeinen verkackten Trick bei. Wir können es ja auch einfach offen lassen. Ich meine, da ist ja nur Ausrüstung im Wert von 20.000, 30.000 Euro drin. Ja, machen wir perfekt. Komm. Okay. Tschüss. Lass mal den Schlüssel stecken, oder? Ja, noch besser, ja. Also, dann könnt ihr noch dann könnt ihr abschließen, wir kommen nicht mehr dran. Ja. Genau. Wollen die mich jetzt verraten? Die wollen mich doch rollen, oder? Die wollen mich doch komplett rollen hier. Das geht nicht. Hä? Gut. Soll ich mal probieren? Ja, bitte. Nachher waren alle Türen immer auf, weil da bricht keiner ein. Hä? Aber... Da ist, ja, war schon lustig. Ja, ja, klar. Ich krieg die Tür nicht zu. Und der kommt dann um 22 Uhr in Kitele an und dein Auto steht ja auch bereit. Also, wird alles laufen. Wenn das wie in Dänemark ist, dann muss die Klinke einmal hochgezogen werden. Ist bestimmt wie in Dänemark. Ne? Es gibt bestimmt so ein dänisch-finnisches Schlösserkonglomerat. Die haben da so ein Dings drauf. Und wenn nicht, dann muss die Airline sich um dich kümmern, dich unterbringen und kriegt natürlich dann die Regressansprüche, das kannst du denen mal am Schalter sagen, von Dreiwerk, weil... Ja, aber das wird dann passen. Das wird... Doch, in Kitele haben wir das beim Hinflug auch eine Stunde gewartet, weil die Connection Flights nicht gepasst haben. Also das ziehen die in Helsinki dann gerade. Ja. Alles klar. Jo, bis dann. Tschüss. Läuft alles? Ja, es ist. Ich verstehe nicht mal. Es muss immer Baustellen aufgemacht werden ohne Ende. Wenn man eh machtlos ist, dann wartet man doch einfach, bis was feststeht. Und wenn ich nichts ändern kann daran, warte ich doch, bis das Ereignis eintritt und dann gucke ich weiter. Na klar, habe ich auch einen Plan B im Hinterkopf. Ich habe schon mehrere Möglichkeiten, wie wir ihn dann hier hinbekommen. Unter verschiedenen Umständen. Aber das ist alles based on assumption. Easy peasy, wir schauen, wie es ausgeht. Und ich gehe fest davon aus, dass er zwar mit einer Verspätung, aber heute Abend im Auto hier angefangen hat. Das ist, Sebo, da spricht eine Menge Lebenserfahrung einfach. Du weißt nicht, du kannst Dinge eh nicht ändern und dann musst du damit umgehen und dann erst Pläne machen, wenn es soweit ist. Kommt und ich sagen werde, Alex, und die ganze Aufregung war umsonst, oder? Alex! Und die ganze Aufregung war umsonst. Das geht nicht. Hallo, was hast du für ein nicht geländegängiges Auto? Das was Sascha, Alex, Sascha. Servus, hi. Das ist der, den wir hoffentlich nie im Format live sehen müssen. Ja. Den kleinen Akkus.
Komm rein, Essen steht schon auf dem Tisch. Warte, ich hole jetzt uns Bier, oder? Ah, du hast echt Bier? Ja! Ich würde ihm nachts hinterherlaufen. Weil ich bin die ganze Zeit hier gefesselt, wir können nicht los, weil die anderen kommen. Oh, du hast eine ganze Palette geholt, bist du Jack? Dann gib mir die Rechnung, bitte. Warte mal, kostet Alkohol in Finnland nicht super viel Geld? Du meinst, ich komme jetzt mit einer Dose Bier? Ja! Da freut sich jemand. Ja! Endlich wieder normale Leute. Simon, ich habe dich selten so glücklich gesehen in den letzten Tagen. Ja, Alex weiß, wie er mich überzeugen kann. Alex weiß. Alex macht es immer besser. Zwei Tage, bevor die ersten Teilnehmer eingetroffen sind, hatten wir dann endlich... Damit die Finnen sich nicht totsaufen. Weißt du? Wegen dem ganzen Schnee und der weiße Dunkelheit... Endlich den grünen Haken der Durchführung gesetzt und waren uns sicher, dass der Arctic Warrior 2023 durchgeführt werden kann. Krass. Dank Sebo läuft der Arctic Warrior stabil. Gott sei Dank.